Hallo liebe OA-Zuschauer und herzlich willkommen hier zur neuen Reportage. Wir sind heute im Industriegebiet in Wiel-Bohmig. Hier investiert die Stadt Wiel in den Brandschutz und das aus gutem Grund. Mehr dazu erfahren wir wie immer nach nur einem Spot. Wir sehen uns, bis gleich. Jo, Mann, was ist denn jetzt? Hey, was machst du da? Ja, wonach sieht's denn aus? Ich sortiere meine Unterlagen, Kontoauszüge, alles Mögliche. Hast du etwa kein E-Postfach? Auschecken unter www.sparkasse-gm.de/elpo. Bereits seit einigen Tagen rollen die Bagger im Wiel-Bohmiger Industriegebiet rund um das Feuerwehrhaus. Dieses wird ab sofort erweitert. Zum symbolischen Spatenstich begrüßte der stellvertretende Wieler Wehrführer Daniel Noss zahlreiche Gäste aus Verwaltung, Politik und der Bürgerschaft und selbstverständlich der Feuerwehr. Mich freut es, heute mit euch zusammen und der Stadtverwaltung hier den Spatenstich, den symbolischen Baubeginn hier am Feuerwehrgerätehaus in Bohmig mit der Maßnahme Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses mit euch machen zu können. Weitere Details verrät Daniel Noss im Gespräch mit Oberberg aktuell. Ja, also wir bauen insgesamt so circa 750 Quadratmeter an. Das ist quasi die gleiche Fläche noch einmal. Wir bekommen zwei weitere Stellflächen für Großfahrzeuge. Wir bekommen Remote-Arbeitsplätze, wo die Kameradinnen und Kameraden, die zu Hause im Homeoffice arbeiten, bei uns im Feuerwehrhaus arbeiten können. Das bringt uns natürlich in der Ausrückezeit wesentliche Vorteile. Ja, und insgesamt wird das Feuerwehrhaus doppelt so groß. Der Parkplatz muss weichen, einmal nach hinten neu gebaut werden. Einheitsführer Sebastian Fritz, worauf freuen Sie und vor allem auch Ihre Mannschaft, worauf freuen Sie sich am meisten? Ja, also ich denke, dass wir uns am allermeisten darauf freuen, nach monatelanger intensiver Planung heute mit dem symbolischen Spatenstich das Projekt begonnen zu haben. Die ersten Erdarbeiten sind schon passiert, man sieht schon die ersten Ergebnisse und natürlich die Wertschätzung und die Aufwertung des Feuerwehrhauses durch Remote-Arbeitsplätze, die Unterbringung der Kinderfeuerwehr, die Erweiterung der Fahrzeughalle und ganz wichtig auch die Erweiterung der Sozialräume und Umkleiden. Und das Gesamtpaket macht's und darauf freuen wir uns alle hier echt am meisten. Wohin weichen Sie eigentlich aus während der Bauarbeiten jetzt? Ja, wir haben da eine Interimslösung, die uns zur Verfügung gestellt wurde, wo wir mit der gesamten Einheit, dem gesamten Löschzug und allen Fahrzeugen hin umziehen. Das ist in der Werner-von-Siemens-Straße, die Straße hoch, haben dort auch kleine Sozialräume, wo wir uns umziehen können und dort sind auch Fahrzeughallen bereitgestellt, wo wir unsere Einsatzfahrzeuge unterbringen können. Das heißt, der Brandschutz ist trotz Großbaustelle gesichert. Da kann ich Sie beruhigen, der Brandschutz ist trotz Großbaustelle gesichert. Wie Wiels Bürgermeister Ulrich Stücker erklärt, lassen sich Verwaltung und Politik den Bau einiges kosten. Es war in der Vergangenheit nie eine Diskussion, inwieweit wir die Feuerwehr weiter unterstützen sollen. Sei es bei der Frage der Ausstattung, sei es bei der Frage der Infrastruktur, sei es bei der Frage der Gebäude. Und so war es auch bei diesem Projekt. So ist es auch bei diesem Projekt, so ist es auch bei diesem Gebäude. Und ich will noch mal in Erinnerung rufen, wir reden hier schon über ein Investitionsvolumen von rund 4 Millionen Euro. Das ist schon eine Hausnummer, aber das ist eine Hausnummer, die sehr, sehr gut investiert ist. In dem Zusammenhang möchte ich noch mal erinnern, auch an den Förderbescheid, den wir erhalten haben. Ein Förderbescheid aus dem Förderprogramm Feuerwehrhäuser und Dorferneuerung. 250.000 Euro Förderung fließen hier rein. Auch darüber freuen wir uns sehr. Vor zwei Jahren waren im Haushalt, ich glaube, gut 2 Millionen Euro eingeplant. Jetzt ist das Ganze erheblich teurer geworden. Wie kam es dazu? Ja, es liegt daran, dass wir heute über ein anderes Konzept sprechen, als wir das noch vor zwei Jahren getan haben. Dieses Feuerwehrhaus hat sich deutlich weiterentwickelt von der Konzeption her. Das lag im Wesentlichen auch daran, dass es im Rahmen der Genehmigung des Brandschutzbedarfsplans weitere Empfehlungen, weitere Auflagen gab. Und besonders freue ich mich über die Kinderfeuerwehr, die jetzt zukünftig hier ihren Platz hat. Und dafür braucht man natürlich Fläche, dafür braucht man Räume und die muss man bezahlen. Das ist also in der Tat ein wesentlicher Grund. Aber natürlich haben wir auch hier, wie bei vielen Bauprojekten im Moment, Baukostensteigerungen, die alle Kommunen zu beklagen haben. Nicht wie sonst zu solchen Anlässen vielerorts üblich, nahm man einen symbolischen Spaten in die Hand. Der Bürgermeister nahm zur Feier des Tages direkt im Baggerplatz. Ja, ich finde, für den Brandschutz kann man nie genug Geld ausgeben. Das ist wichtig. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Danken wie immer für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen die Reportage gefallen hat, bitte lassen Sie wie immer ein Like da. Besuchen Sie Oberberg aktuell und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.